In dieser Nacht zeigte es sich, wie gut es war, dass sie den kleinen Bilbo dabei hatten. Denn aus irgendeinem Grunde konnte er erst nach langer Zeit einschlafen. Und als er endlich einschlief, hatte er scheußliche Träume. Er träumte, dass ein Spalt in der hinteren Felsmauer der Höhle immer größer und größer wurde und dass er immer weiter und weiter sich öffnete und die Angst packte ihn. Aber er konnte weder rufen noch etwas anderes tun. Er lag nur da und sah. Und dann träumte er, dass der Boden der Höhle zu sinken und zu rutschen anfing, tief zu fallen, Gott weiß wohin. Ach, du liebes Biss. Und darüber wachte er mit einem entsetzlichen Ruck auf. Und er fand einen Teil seines Traumes wahr. Ein Spalt hatte sich an der Rückwand geöffnet und bildete bald einen breiten Durchgang. Bilbo konnte gerade noch den letzten Ponyschweif darin verschwinden sehen. Er stieß einen schrecklichen lauten Schrei aus, so laut ein Hobbit eben schreien kann. Das war mit seiner Größe verglichen immerhin ganz erstaunlich. Aus der Öffnung sprangen Orks, gewaltige, koboldartige Wesen, große, übel aussehende Orks, Massen von Orks. 6 kamen auf jeden Zwerg und 2 sogar auf Bilbo. Und alle wurden gegriffen und durch den Spalt weggeschleppt, ehe sie Mucks oder Hoppla sagen konnten. Nur Gandalf nicht. So viel hatte Bilbos Schrei wenigstens erreicht. Gandalf war im Bruchteil einer Sekunde hellwach geworden und als die Orks ihn greifen wollten, erhellte ein entsetzlicher Strahl die Höhle wie ein Blitz. Pulvergestank verbreitete sich und mehrere Orks sanken zu Boden und rührten sich nicht mehr. Schnappend schloss sich der Spalt. Bilbo und die Zwerge waren auf der falschen Seite. Wo aber blieb Gandalf? Das wussten weder sie noch die Orks. Und die warteten nicht darauf, bis sie es herausgefunden hatten. Sie schnappten Bilbo und die Zwerge und hasteten weiter. Immer tiefer führte der Weg hinab und es war scheußlich, stumpf und stickig. Jetzt schimmerte ein rotes Licht auf. Die Orks begannen zu singen. Ja, sie nannten es so. Mit ihren Füßen stampften sie den Takt, wobei sie ihre Gefangenen kräftig schüttelten. Die Bedeutung dieses Gesanges war allzu klar. Denn jetzt holten die Orks ihre Peitschen heraus und knallten sie mit Sausen und Pfeifen auf die Rücken der Unglücklichen. Das brachte sie zum Laufen, so schnell sie nur konnten, bis sie endlich in ein weites Gewölbe hineinstolperten. Das Gewölbe war in der Mitte durch ein großes, rotes Feuer erleuchtet und rings an der Wand durch Fackeln. Es wimmelte von Orks. Im Schatten saß auf einem flachen Stein ein riesenhafter Ork mit einem gewaltigen Kopf. Bewaffnete Kerle standen rum um ihn. Sie trugen Äxte und gebogene Schwerter, wie man sie bei diesen Wesen zu tragen pflegt. Ja, Orks sind grausam verschlagen und schlecht. Sie stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren. Besonders jene ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten. Denn Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer. Zwerge hassten sie nicht aus besonderen Gründen, nicht mehr als sie alle und jeden hassten, und besonders die Ordentlichen und Tüchtigen. Gegen Thorins Volk hegten sie jedoch wegen des Krieges, von dem wir gehört haben, einen besonderen Groll. Wer sind diese elenden Gestalten? Zwerge, und dazu dieser Wurm. Dieser Wurm war Mr. Beutlin. Frechheit. Wir fanden sie schlafend in der großen Eingangshalle. Was hattet ihr vor? Diese Frage ging an Thorin. Tut sich ja nichts Gutes, hä? Spioniert ihr meine Leute aus? Ich wäre nicht überrascht. Diebe, Mörder und Elbenfreunde, was denn sonst? Los, was habt ihr zu sagen? Zwerg Thorin zu euren Diensten.
Von all dem, was ihr vermutet und euch vorstellt, entspricht nichts den Tatsachen. Wir suchten nur in einer brauchbaren und unbewohnten Höhle Schutz vor dem Sturm. Nichts lag uns ferner, als Orks zu belästigen. Das entsprach wirklich den Tatsachen. Quatsch! Was habt ihr im Gebirge zu schaffen? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Ich möchte alles über euch wissen. Zwar, es wird euch nichts helfen, Thorin Eichenschild. Ich weiß schon viel zu viel über euer Volk. Aber sagt die Wahrheit, oder ich werde etwas ganz besonders Unangenehmes mit euch anstellen. Wir machen eine Reise, um unsere Verwandten zu besuchen. Unsere Nichten und Neffen und Cousinen ersten, zweiten und sogar dritten Grades. Und all die anderen Nachkommen unseres Großvaters, die auf der Ostseite dieses wirklich gastfreundlichen Gebirges wohnen. Ja, was sollte Thorin antworten? Die Wahrheit hätte nichts genutzt. Er lügt, schrie einer der Treiber. Und er zeigte das Schwert, das Thorin getragen und das aus dem Trollschatz stammte. Oh, er trägt den Peitscher! So nannten die Orks dieses Schwert, das aber bei den Zwergen Orcrest hieß, weil es vor vielen Jahren Hunderte von Orks getötet hatte. Mörder! Und Elbenknechte, zerschmettert sie, zerschlagt sie, zerbeißt sie, werft sie ins finstere Schlangenloch und lasst sie nie wieder das Tageslicht sehen. Oh! Der große Ork war in einer solchen Wut, dass er vom Sitz aufsprang und mit offenem Maul auf Thorin zustürzte. Gerade in diesem Augenblick verlöschten in der Höhle die Lichter. Und das große Feuer ging mit einem Puff in einer Säule von blau glühendem Rauch auf, die bis hoch unter das Gewölbe reichte und weiße, beißende Funken auf die Orks herabsprühte. Die Funken brannten den Orks in die Haut und der Rauch, der vom Gewölbe herabfiel, machte die Luft so dick, dass selbst ihre Augen nicht hindurchschauen konnten. Da fielen sie übereinander her und rollten zusammen über den Boden, als ob sie verrückt geworden wären. Plötzlich flammte in seinem eigenen Licht ein Schwert auf. Bilbo sah, wie es von Kopf bis Fuß durch den großen Ork fuhr. Tot fiel er nieder und die Ork-Soldaten flohen schreiend vor dem Schwert in die Finsternis. Folgt mir rasch, sagte eine zornige, leise Stimme. Und ehe Bilbo verstand, was geschehen war, rannte er los, so schnell er nur konnte, am Ende einer Kette hinunter in noch dunklere Gänge. Ein fahles Licht führte sie. Schneller, schneller! Die Orkfackeln sind schnell wieder angezündet. Gandalf hatte ganz recht, und da der arme Bilbo wahrscheinlich kaum halb so schnell hätte rennen können, Zwerge sind riesig schnell, wenn es sein muss, nahmen sie ihn abwechselnd Huckepack. Indessen laufen Orks noch schneller als Zwerge, und vor allem, diese Orks kannten den Weg besser. Sie hatten ihn ja gebaut, und sie löschten listig ihre Fackeln und schlichen ihnen auf leisen Sohlen nach. Sie suchten dazu ihre schnellsten Renner mit den schärfsten Augen und Ohren aus. Die machten kaum mehr Geräusch als eine Fledermaus. So hörten weder Bilbo noch die Zwerge noch Gandalf sie kommen. Ganz plötzlich wurde Dori, der jetzt am Ende lief und Bilbo trug, von hinten aus dem Dunkel ergriffen. Dori fiel auf die Nase und Bilbo rollte von Doris Schultern in die Finsternis, schlug mit dem Kopf auf hartem Fels auf. Aua. Und erinnerte sich an nichts mehr. Als Bilbo seine Augen öffnete, Moment, fragte er sich, ob er sie wirklich offen hatte. Ja. Denn es war genauso dunkel, als hätte er sie noch geschlossen gehalten. Außerordentlich dunkel. Er erhob sich langsam so und kroch auf allen Vieren umher, bis er die Wand des Stollens berührte. Nichts. Auf gut Glück kroch er ein ordentliches Stück weiter, bis seine Hand plötzlich auf dem Boden des Stollens etwas liegen fand. Ein Ring. Und das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Aber er wusste es nicht. So was? Er steckte den Ring in seine Tasche, ohne sich Gedanken zu machen. Der Stollen schien kein Ende zu nehmen. Es schien wie der Weg ins Morgen oder ins Übermorgen oder in noch fernere Tage. Und er war allein. Plötzlich, ohne eine Warnung, patschte er in Wasser. Es war eisig kalt. Raus hier. Er wusste nicht, ob es eine Pfütze auf seinem Weg war oder das Ufer eines unterirdischen Flusses oder der Rand eines tiefen unterirdischen Sees. Wahrscheinlich ist es eine Pfütze oder ein See.
und kein Fluss. Aber er wagte nicht hinaus, in die Finsternis zu warten. Ich kann nicht schwimmen. Ich schätze, das ist ein mächtiges Festessen, zumindest ein saftiger Hax. Bilbo Beutlin fiel vor Schreck beinahe auf den Rücken, als sich das in seine Ohren bohrte. Plötzlich sah er bleiche Augen auf sich gerichtet. Wer seid ihr? Fragte er und streckte geistesgegenwärtig seinen Dolch vor. Es war der alte Gollum. Er lebte hier tief unten an dem dunklen Wasser. Man weiß nicht, woher er kam, nicht wer oder was er war. Er war Gollum. Und er war so dunkel wie die Finsternis, ausgenommen seine beiden dicken, runden, bleichen Augen. Er besaß ein Boot, und damit ruderte er nahezu lautlos auf dem See. Denn ein See war es, breit und tief und tödlich kalt. Er spähte mit seinen bleichen Augen nach blinden Fischen aus, die er mit seinen langen Fingern schneller als ein Gedanke ergriff. Fleisch mochte er auch. Ja, er hielt Orkfleisch für einen Leckerbissen, wenn er es bekommen konnte. Und er war so vorsichtig, dass ihn die Orks nie dabei erwischten. Gollum lebte auf einer glitschigen Felseninsel in der Mitte des Sees. Mit seinen bleichen Teleskopaugen hatte er Bilbo von dort entdeckt. Das ist das, mein Schatz. Mit mein Schatz meinte Gollum sich selbst. Und er sprach auch nur mit sich selbst, da er niemals jemanden hatte, zu dem er hätte sprechen können. Mein Schatz, was ist das bloß? Das ist das bloß. Er hätte gern herausgefunden, was da vor ihm saß. Er wunderte sich außerordentlich über Bilbo. Denn er konnte erkennen, dass es sich keinesfalls um einen Ork handelte. Er war im Augenblick nicht richtig hungrig, nur neugierig. Andernfalls hätte er gleich zugegriffen. Was ist das bloß, mein Schatz? Ich bin Mr. Bilbo Beutlin. Ich habe die Zwerge verloren und ich habe den Zauberer verloren und ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich möchte es auch gar nicht erst wissen, wenn ich nur von hier wegkommen kann. Das ist... Hat das Ding bloß in seinen Händen? Ein Schwert. Eine Klinge, die aus Gondolin stammt. Vielleicht setzt er sich dazu und schwatzt ein bisschen, mein Schatz. Vielleicht mag das nach Rätsel. Was weiß man? Rätsel zu fragen und sie zuweilen auch zu lösen, war das einzige Spiel, das er jemals mit anderen seltsamen Höhlenbewohnern gespielt hatte, vor langer, langer Zeit, bevor er all seine Freunde verloren hatte und vertrieben worden war, bevor er einsam tief, tief in die Finsternis unter das Gebirge kriechen musste. Das Ding, da muss einen Wettkampf mit uns machen, mein Schatz. Wenn dein Schatz fragt, und es antwortet nicht, dann fressen wir es. Ja, mein Schatz, dann fressen wir es. Wenn es uns fragt und wir antworten nicht, dann tun wir, was das Ding will. Ne? Wir zeigen ihm den Weg hinaus. Gewiss. In Ordnung. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie. Dann stampfen sie und warten wieder lang. Das war alles, was er sich ausdenken konnte. Der Gedanke ans Fressen beschäftigte ihn sehr. Außerdem war es ein ziemlich altes Rätsel, das auch Gollum kannte. Ja, alter Witz. Zähne. Ja, 32 Zähne, mein Schatz. Aber wir haben nur 6.
schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift, kein Mund hat's getan. Einen halben Augenblick. Bilbo plagte immer noch der peinliche Gedanke, gefressen zu werden. Glücklicherweise hatte er einmal etwas Ähnliches gehört. Wind. Wind, natürlich, sagte er und war so zufrieden, dass er auf der Stelle ein neues Rätsel ersann. Das wird diesen hässlichen kleinen Untergrundwesen ganz schön zu schaffen machen, dachte er. Das Auge im blauen Gesicht sah ein Auge im grünen Gesicht. Sieht genau aus wie mein Auge, sagte das erste Auge. Doch so tief unten blinzle ich nicht. Ich stehe droben, im blauen Gesicht. Gollum war nun schon eine so lange Zeit unter der Erde, dass er die Welt oben beinahe vergessen hatte. Aber gerade als Bilbo anfing zu hoffen, dass der Kerl nicht würde antworten können, kamen diesem Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, als er noch mit seiner Großmutter in einem Loch in der Böschung eines Flusses gehaust hatte. Mein Schatz, Sonne auf Gänseblümchen. Jawohl, das bedeutet es. Diese ganz gewöhnlichen oberirdischen Alltagsrätsel langweilten Gollum. Auch erinnerten sie ihn an Tage, da er noch nicht so einsam und schleimig und hässlich war, und das verdarb ihm die Laune. Ja. Noch schlimmer, sie machten ihn hungrig. Deshalb versuchte er es diesmal mit einem schwierigeren und ungemütlicheren Rätsel. Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klingt es. Das war eine schwer zu knackende Nuss für den armen Bilbo, der nie, wenn er es eben vermeiden konnte, etwas mit Wasser zu schaffen haben wollte. Er saß und räusperte sich ein- oder zweimal, aber die Antwort fiel ihm nicht ein. Nach einer Weile wurde Gollum sehr vergnügt mit sich selbst. Ist es hübsch, mein Schatz? Ist saftig? Knirscht es nicht köstlich? Und dann begann er, Bilbo aus der Finsternis anzustarren. Einen halben Augenblick. Rasch! Schnell! Gollum fing an, aus seinem Boot ans Ufer zu klettern. Aber als er seinen großen Fuß mit den Schwimmhäuten ins Wasser setzte, sprang vor Angst ein Fisch heraus und fiel Bilbo auf die Zehen. Oh, das ist ja kalt und klamm. Jetzt habe ich die Lösung des Rätsels. Ein Fisch, es ist ein Fisch. Gollum war enttäuscht. Und jetzt wurde er böse. Und das Spiel wurde ihm langweilig. Es hatte ihn richtig hungrig gemacht. Er setzte sich im Dunkeln neben Bilbo nieder. Das war für den Hobbit außerordentlich ungemütlich und brachte ihn schier um den Verstand. Es muss noch eine Frage sein, mein Schatz. Aber Bilbo gelang es nicht, eine Frage auszudenken. Denn das schmutzige, nasse, kalte Wesen hockte neben ihm, betatschelte und beknuffte ihn. Er kratzte sich, er kniff sich und noch immer fiel ihm nichts ein. Was soll sein? Was soll's sein? Was soll's sein? Bilbo kniff sich und schlug sich vor den Kopf. Er langte nach seinem kleinen Schwert. Dann griff er sogar mit der anderen Hand in die Tasche. Und dort fand er den Ring, den er im Gang aufgehoben und ganz vergessen hatte. Was habe ich da in meiner Tasche? Das ist nicht fair. Ich war mein Schatz. Zu fragen, was das da in seiner garstigen kleinen Tasche hat. Oh ja. Was habe ich da in meiner Tasche? Ich muss uns dreimal raten lassen, mein Schatz. Ja, dreimal. Gut. Schieß los. Seine Hände? Falsch. Weiter. Denn Bilbo hatte seine Hände schon wieder draußen.
Gollum war aufgeregter denn je. Falsch. Letztes Mal. Die Zeit ist vorbei. Nur oder gar nichts. Beides falsch. Bilbo sprang sogleich auf die Füße, lehnte den Rücken an die nächste Wand und zog sein kleines Schwert heraus. Er wusste natürlich, dass das Rätselspiel heilig und auch sehr alt war und dass selbst verschlagene Wesen sich hüteten, beim Spiel zu betrügen. Aber er spürte, dass er diesem schleimigen Kerl nicht trauen konnte. Ja, nun, wie ist das mit eurem Versprechen? Ich möchte jetzt gehen. Ihr müsst mir den Weg zeigen. Ja, haben wir das gesagt, mein Schatz? Diesem hässlichen kleinen Beuten in den Weg hinauszeigen? Ja, gewiss. Aber was hat er in seinen Taschen? Das braucht euch jetzt nicht mehr zu kümmern. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wir müssen uns etwas holen. Ja, etwas, das uns helfen kann. Na gut, aber schnell. Ja, ganz sicher, gewiss. Das hier werden wir uns dann nicht sehen. Nicht wahr, mein Schatz? Nein, es wird uns nicht sehen. Und sein hässliches kleines Schwert wird sich nicht stützen, ganz gewiss nichts. Dieser heimtückische Gedanke ging Gollum durch den Kopf, als er plötzlich von Bilbos Seite glitt, zurück in das Boot patschte und fort in das Dunkel fuhr. Bilbo dachte, er hätte das letzte Mal etwas von ihm gehört. Er wartete jedoch noch eine Weile, denn er hatte keine Ahnung, wie er allein hier herausfinden sollte. Was ist los? Was habt ihr verloren? Oh, er ist verschwunden. Gollum. Nun gut, aber ich will nicht für immer hier unter der Erde verschwinden. Und ich habe das Spiel gewonnen und ihr habt versprochen, mir zu helfen. Na, kommt also her, führt mich hinaus und dann sucht meinetwegen weiter. Kommt schon. Nein, nicht jetzt, Schatz. Wir müssen ihn suchen. Er ist verschwunden. Gollum. Aber ihr habt mein letztes Rätsel nicht erraten. Und ihr habt... Nicht erraten? Was hat das da in seiner Tasche? Das muss es uns sagen. Das Licht in Gollums Augen war zu grünem Feuer geworden und kam sehr rasch näher. Und in ihm kochte eine solche Wut aus Verlust und Verdacht genährt, dass selbst das Schwert kein Schrecken mehr für ihn war. Bilbo konnte nicht wissen, was dieses sonderbare Wesen so erzürnt hatte, aber er sah, dass Gollum ihn, koste es, was es wolle, ermorden wollte. Gerade noch zur rechten Zeit drehte er sich um und rannte blindlings die dunklen Gänge hinauf, die er gekommen war. Er hielt sich dicht an der Wand und tastete sich mit der linken Hand immer weiter. Was hat das da in seinen Taschen? Ja, was habe ich denn bloß? Er streckte seine linke Hand in die Tasche. Der Ring fühlte sich sehr kalt an, als er auf seinen tastenden Zeigefinger glitt. Bilbo drehte sich um und sah Gollums Augen wie kleine grüne Lampen den Gang heraufkommen. Entsetzt versuchte Bilbo schneller zu laufen, aber plötzlich stießen seine Zehen gegen eine Unebenheit des Bodens und patsch fiel er längelang hin und begrub sein kleines Schwert unter sich. Im nächsten Augenblick hatte Gollum ihn eingeholt. Doch bevor Bilbo etwas tun konnte, Atem holen, sich aufrichten oder sein Schwert schwingen, war Gollum vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken. Was sollte das bedeuten? Gollum konnte doch im Finstern sehen. Bilbo bemerkte selbst von hinten den bleichen Lichtschimmer von Gollums Augen. Mühsam erhob er sich und zog sein Schwert. Dann folgte er vorsichtig. Denn nichts anderes konnte man jetzt tun. Wenn er Gollum folgte, so würde ihm dieser vielleicht, ohne es zu beabsichtigen, einen Weg zum Entwischen zeigen. Bilbo rannte hinterher. In seinem Kopf wirbelten Hoffnung und Staunen wild durcheinander. Er macht unsichtbar. Der Ring macht unsichtbar. Er besaß einen Zauberring. Ich bin unsichtbar. Ja, Gollum ist mit seinen leuchtenden Augen an mir vorbeigelaufen. Ganz nah vorbei. Und diese Hoffnung gab ihm den Mut in dem Augenblick, als Gollum gerade die Hintertür erreicht hatte, mit einem gewaltigen Satz genau über Gollums Kopf
hinwegzuspringen. 7 Fuß vor und 3 in die Höhe. Gollum warf sich zurück und schnappte zu. Schnapp! Zu spät. Bilbo landete auf seinen stämmigen Füßen und rannte. Die Verzweiflung Gollums im Ohr, den Gang hinab auf ein helles Licht zu, und ohne zu zögern übersprang er genauso die Wachen der Orks, die vom Schrei gewarnt gerade das Tor schließen wollten. Er quetschte sich durch den Spalt, der noch geblieben war, verlor dabei alle seine schönen Messingknöpfe von der Jacke, aber er war draußen. Bilbo war entkommen. Er wusste nicht, wo er war. Er hatte Kapuze, Mantel, Verpflegung und Pony verloren. Seine Knöpfe waren weg. Und meine Freunde auch. Er marschierte und marschierte, bis die Sonne im Westen unterging, hinter den Bergen. Donnerwetter, mir scheint, ich bin schon auf der anderen Seite der Nebelberge. Wo in aller Welt mögen Gandalf und die Zwerge jetzt sein? Er überlegte, ob er nicht als Besitzer des Zauberrings in die furchtbaren Gänge und Stollen zurückkehren müsse, um seine Freunde zu suchen. Gerade hatte er sich zu der Ansicht durchgerungen, dass das seine unumgängliche Pflicht sei. Er fühlte sich ganz elend bei diesem Gedanken. Da hörte er Stimmen. Schließlich ist er mein Freund. Bilbo hielt an und lauschte. Das klang nicht nach Orks. Er kroch vorsichtig weiter und plötzlich sah er zwischen zwei großen Felsbrocken einen Kopf mit einer roten Kapuze darüber. Balin auf Ausguck. Am liebsten hätte er in die Hände geklatscht und vor Freude losgeschrien, aber er tat es nicht. Noch immer trug er den Ring am Finger. Und nun sah er, dass Balin ihn geradewegs anschaute und ihn nicht bemerkte. Die werden ganz schön überrascht sein, dachte er, als er in die Büsche am Rand der Schlucht kroch. Aber warum habt ihr ihn dann nicht wieder aufgepackt? Lieber Himmel, ihr könnt fragen. Überall fochten und bissen die Orks im Dunkeln. Jeder fiel über irgendwen und irgendwas. Beinahe hättet ihr aus Versehen meinen Kopf mit Glamdring abgehauen und Thorin stach hier und dort und überall mit Orkrist, diesem Riesenschwert, herum. Dann ließ er auf einmal einen Blitzstrahl dazwischen fahren und wir sahen die Orks brüllend zurückrennen. Ihr rieft, folgt mir alle nach! Und verflixt, es hätten euch auch alle folgen sollen. Wir dachten das jedenfalls. Zum Abzählen blieb keine Zeit, wie ihr ganz gut wisst. Oder wolltet ihr abzählen, als wir zwischen den Torwachen hindurch preschten, raus aus dem unteren Tor und Kopf über Kopf unter bis hierher? Und hier sind wir jetzt. Und ohne den Meisterdieb verwünscht nochmal. Und hier ist auch der Meisterdieb, sagte Bilbo, nahm den Ring vom Finger und trat in ihre Mitte. Nein. Donnerwetter, wie sie da alle aufsprangen. Sie schrien vor Überraschung und schließlich auch vor Erleichterung, alle durcheinander. Am meisten war Balin überrascht. Ich ziehe meine Kapuze vor euch. Und das tat er denn auch. Bilbo war sehr zufrieden, dass man ihn so lobte. Innerlich lachte er, sagte aber nichts über den Ring. Und als sie ihn fragten, wie er es geschafft habe, antwortete er: Och, ich bin nur vorwärts gekrochen, wisst ihr? Sehr vorsichtig natürlich und ganz lautlos. Vorwärts müssen wir auch jetzt, sagte Gandalf. Die Orks werden zu Hunderten hinter uns her sein, wenn erst die Nacht kommt. Und die Schatten werden schon länger. Sie können unsere Fährten noch nach Stunden riechen. Wir müssen weiter. Sofort rannten alle los, sie rannten und rannten. Müssen wir immer noch weiter? Fragte Bilbo, als es so dunkel geworden war, dass er gerade noch Thorins Bart neben sich fliegen sah. Meine Zehen sind wund und krumm und mein Magen beutelt sich wie ein leerer Sack. Noch ein bisschen weiter. Das bisschen kam ihnen wie ein halbes Weltalter vor. Aber dann gelangten sie plötzlich an einen offenen Fleck, wo keine Bäume wuchsen. Der Mond war aufgegangen und schien auf die Lichtung herab. Irgendwie kam es allen vor, als ob es kein guter Platz wäre, obgleich nichts Verdächtiges zu sehen war. Plötzlich hörten sie unten am Hügel ein Heulen. Wölfe. Wölfe, die den Mond anheulten. Wölfe, die sich versammelten. Zu Hause, in der Nähe von Mr. Beutlins Höhle, gab es keine Wölfe, aber Bilbo kannte das Heulen. Oh ja. Er hatte es oft genug in Geschichten beschrieben gefunden.
Einer seiner älteren Vettern von der Tuck-Seite, der ein großer Weltreisender war, ahmte es zuweilen nach, um ihn zu erschrecken. Es aber aus dem finsteren Wald, unter dem weißen Mondlicht zu hören, das war zu viel für Bilbo. Selbst Zauberringe nützen nicht viel bei Wölfen dieser Art. Sie wittern schärfer noch als Orks. Lauf in die Bäume! Rasch! Rasch! Lauf! Sie rannten zu jenen Bäumen am Rand der Lichtung, die niedrige Äste besaßen. Und sie kletterten so hoch hinauf, wie sie es den Ästen gerade noch zumuten konnten. Und dann jagten die Wölfe auf die Lichtung. Hunderte von Augen starrten unsere Gesellschaft mit einem Male an. Aber selbst die wilden Warge, so wurden die üblen Wölfe an dieser Seite der Einöde genannt, können nicht auf Bäume klettern. Eine Zeit lang war man in Sicherheit. Diese Lichtung war augenscheinlich ein Versammlungsplatz der Wölfe. Sie kauerten sich jetzt zu einem großen Kreis in der Lichtung nieder. Genau in der Mitte des Kreises lag ein mächtiger Grauwolf. Er sprach zu ihnen in der furchtbaren Sprache der Warge. Seht das auch nur aus. Gandalf verstand diese Sprache. Bilbo verstand nichts. Aber er ahnte, dass es sich um tückische Grausamkeiten handeln musste. Warge und Orks halfen oft einander bei ihren üblen Vorhaben. Zwar wagen sich Orks gewöhnlich nicht aus ihren Bergen heraus, aber in jenen Tagen unternahmen sie allerhand Streifzüge, um Nahrungsmittel zu rauben oder Sklaven, die für sie arbeiten mussten. Dann nahmen sie oft die Warge als Kumpane und teilten den Raub mit ihnen. Manchmal ritten sie auf Wargen, wie Menschen auf Pferden. Gandalf hörte nun, dass gerade für diese Nacht ein großer Ork-Streifzug geplant war. Die Warge waren gekommen, um die Orks zu treffen. Aber die Orks hatten sich verspätet. Der Grund war zweifellos der Tod des großen Ork und die Aufregung, die von den Zwergen, Bilbo und dem Zauberer verursacht worden war. Und Orks können auf Bäume klettern? Ja, oder sie fällen sie ganz einfach. Oje. Aber Gandalf gab die Hoffnung nicht auf. Er sammelte große Kiefernzapfen von den Zweigen seines Baumes, dann brannte er einen mit heller blauer Flamme an und warf ihn in den Kreis der Wölfe hinunter. Der Kienzapfen traf einen auf den Rücken und sofort fing sein zottiges Fell Feuer. Entsetzlich kläffend sprang der Warg hin und her. Dann folgte ein neuer Wurf und wieder einer. Einer in blauen Flammen, einer in roten und einer in grünen. Die Kiefernzapfen zersprangen auf der Erde mitten im Kreis und zerstoben in bunten Funken und Rauch. Ein besonders großer traf den Anführer der Wölfe auf die Nase. Er sprang 10 Fuß hoch in die Luft, dann raste er im Kreis herum. In maßloser Wut hetzten die Wölfe hin und her. Sie fürchten seit jeher das Feuer und dies war das Schrecklichste und Unheimlichste, das ihnen je begegnet war. Da kamen plötzlich die Orks. Als sie erfuhren, was vorging, setzten sie sich vor Lachen auf den Boden. Orks fürchten das Feuer nicht. Und bald hatten sie einen Plan gemacht, der ihnen sehr spaßig vorkam. Sie legten einen Ring von Feuer und Rauch um die Zwerge. Nach außen ließen sie den Ring nicht weiter fressen, aber allmählich schloss er sich so eng, dass die züngelnden Flammen die Bäume der Zwerge erreichten. Rauch biss Bilbo in die Augen und dann hörte er, wie die Orks ein schreckliches Lied sangen. In dieser Nacht war der Fürst der Adler sehr neugierig, was dort unten vor sich ging. Er befahl viele andere Adler zu sich. Sie flogen langsam, kreisend, immer tiefer zum Ring der Wölfe und der Orks. Adler sind keine freundlichen Vögel, aber die alte Rasse der nördlichen Gebirge, die mächtigsten aller Vögel, war stolz und stark und edelherzig. Diese Vögel mochten die Orks nicht und fürchteten sie auch nicht. Wenn sie überhaupt Notiz von ihnen nahmen, dann schwangen sie sich über sie und trieben sie in ihre Höhlen zurück. Oft genug vereitelten sie so die üblen Taten der Orks. Und hier kamen sie keinen Augenblick zu früh. Sie kamen wie riesige schwarze Schatten herab,
Das dunkle Sausen ihrer schlagenden Schwingen warf Wölfe und Orks zu Boden oder trieb sie davon. Ein Teil der Adler flog in die Baumwipfel, ergriff die Zwerge, Gandalf und Bilbo. Oh, danke. Flog mit ihnen hoch in den Himmel hinauf und brachte sie zu einer Felsplatte an einer Gebirgswand. Dort hielt der Adlerfürst eine Rede. Wir sind froh. Er blickte die Adler an. Er blickte in die erleichterten Gesichter der Zwerge, des Bilbo Beutlin, und sah dann lange Gandalf an. Wir sind froh, dass wir den Orks dieses hässliche Spiel verdorben haben und euch, verehrter Gandalf, damit unseren Dank abstatten konnten. Gandalf hatte, wie Bilbo später erfuhr, den Adlerfürsten vor langer Zeit einmal von einer Pfeilwunde geheilt. Hier seid ihr jetzt in Sicherheit. Dank euch, edler Fürst, begann jetzt Gandalf seine Rede. Und dank auch euren Adlern. Wir sind nun, dank eurer Hilfe, endlich wirklich und wahrhaftig aus den schrecklichen Bergen entkommen. Doch ein weiter Weg liegt noch vor uns. Und dann besprach er mit dem großen Adler, wie man sie am nächsten Tag noch ein gutes Stück weiter forttragen und unten auf dem Weg durch die Ebene absetzen könnte. Sie hatten noch immer einen langen Weg vor sich. Es war Nachmittag, als sie bemerkten, dass große blühende Flächen rund um sie auftauchten und dass es immer dieselben Pflanzen waren, die beieinander wuchsen, als ob jemand sie angepflanzt hätte. Ein Brummen und Schwirren und Dröhnen erfüllte die Luft. Überall summten Bienen umher. Und was für Bienen! Nie hatte Bilbo ähnliche gesehen. Wenn mich eine stechen sollte, dann schwelle ich an, bis ich noch einmal so dick bin, dachte er. Wir kommen näher. Wir haben den Rand seiner Bienenweiden erreicht. Am besten wartet ihr. Und wenn ich rufe oder pfeife, so kommt hinterher. Ihr werdet sehen, welchen Weg ich gehe. Aber immer nur in Paaren. Denkt daran, etwa mit 5 Minuten Abstand. Bombur ist der dickste und kann für 2 zählen. Er kommt am besten allein und zuletzt. Mr. Beutlin, irgendwo da hinten ist ein Gatter. Damit ging Gandalf die Hecke entlang und nahm den erschrockenen Hobbit mit. Sie kamen bald zu einem hohen, breiten Holzgatter, hinter dem sie Gärten und eine Gruppe niedriger Holzhäuser sehen konnten, Scheunen, Ställe, Schuppen und ein langes, niedriges Holzhaus. Der Zauberer und Bilbo drückten das schwere, knarrende Gatter auf und gingen einen breiten Pfad hinunter zum Haus. Einige glatte, glänzende, wohlgepflegte Pferde trabten über den Rasen heran und betrachteten sie aufmerksam mit klugen Gesichtern. Dann galoppierten sie zu den Gebäuden davon. Sie berichten ihm von unserer Ankunft. Bald erreichten sie einen Innenhof, der an 3 Seiten von dem Holzhaus und seinen langen Flügeln umschlossen war. Mitten im Hof lag ein großer Eichenstamm. Daneben zahlreiche gekappte Äste. Dicht dabei stand ein gewaltig großer Mann mit dichtem schwarzem Bart und schwarzem Haar. Er trug einen wollenen Überwurf hinab bis zu den Knien und lehnte sich auf eine große Axt. Die Pferde standen bei ihm und hatten ihre Nasen auf seine Schultern gelegt. Uff, da sind sie, sagte er zu den Pferden. Gefährlich sehen sie nicht aus. Mit den beiden könnt ihr mich alleine lassen. Er legte die Axt nieder und kam heran. Wer seid ihr? Ich bin Gandalf. Name nie gehört. Und wer ist dieser kleine Bursche? Dies ist Mr. Beutlin, ein Hobbit aus guter Familie und von untadeligem Ruf. Bilbo verbeugte sich. Ich bin ein Zauberer.
Falls ihr noch nichts von mir gehört habt, so habe ich doch von euch gehört. Aber vielleicht habt ihr von meinem guten Vetter Radagast gehört, der dicht am Südrand des Nachtwaldes wohnt. Für gewöhnlich sehe ich ihn dann und wann. Gut, jetzt weiß ich, wer ihr seid oder wer ihr angeblich seid. Was wünscht ihr? Um euch die Wahrheit zu gestehen, wir haben unser Gepäck verloren und beinahe sogar den Weg. Und wir brauchen dringend Hilfe oder wenigstens Rat. Ich kann wohl sagen, dass es uns bei den Orks im Gebirge ziemlich schlecht ergangen ist. Orks? Aha, ihr hattet Ärger mit den Orks. Warum seid ihr denen in die Quere gelaufen? Es lag keineswegs in unserer Absicht. Sie überraschten uns bei Nacht auf einem Pass, den wir überqueren mussten. Wir kamen aus dem Land drüben im Westen. Aber das ist eine lange Geschichte. Na, dann kommt herein und erzählt sie mir, falls es nicht den ganzen Tag dauern sollte. Sie gelangten in eine weite Halle, in deren Mitte sich ein offener Herd befand. Obgleich es Sommer war, brannte hier ein Holzfeuer und der Rauch stieg auf zum rußgeschwärzten Gebälk, wo er sich seinen Weg durch eine Öffnung im Dach hinaus ins Freie suchte. Sie gingen durch die Halle, die nur durch das Feuer und das Rauchloch erhellt war, und kamen durch eine kleinere Tür in eine Art Vorbau, der auf Pfosten aus einzelnen Baumstämmen ruhte. Hier setzten sie sich auf Holzbänke nieder, während Gandalf seinen Bericht begann. Bilbo ließ die Beine baumeln und betrachtete inzwischen die Blumen, wobei er rätselte, was für Namen sie wohl haben mochten, denn er hatte kaum die Hälfte von ihnen jemals zuvor gesehen. Ich kam über das Gebirge mit einem oder zwei meiner Freunde. Oder zwei? Na, ich kann bloß einen sehen. Zudem nur einen sehr kleinen. Schön, um die Wahrheit zu sagen, ich wollte euch nicht mit einer ganzen Schar von uns behelligen, ehe ich nicht herausgefunden hatte, ob ihr beschäftigt wart. Ich werde einmal rufen, wenn es erlaubt ist. Ja, los, ruft nur. Mit einem oder drei Freunden, meintet ihr also? Aber das sind keine Hobbits, das sind Zwerge. Ich zu euren Diensten. Dorit zu euren Diensten. Ich brauche eure Dienste nicht, schönen Dank. Aber ich nehme an, ihr braucht meine. Ich bin nicht sehr erbaut von Zwergen. Aber wenn es wahr ist, dass ihr Thorin seid, Sohn des Drein, Sohn des Troer, so nehme ich an, und dass euer Freund ein vernünftiger Kerl ist und ihr Feinde der Orks seid und in meinem Land nicht auf Unfug aus seid, übrigens, worauf seid ihr überhaupt aus? Sie sind unterwegs, um das Land ihrer Väter zu besuchen. Drüben, ostwärts des Nachtwaldes. Und es ist reines Missgeschick, dass wir überhaupt in euer Land geraten sind. Wir überquerten den Hochpass, der uns zu dem Weg südlich von eurem Land geführt haben würde, wenn uns nicht diese üblen Orks angegriffen hätten, wie ich euch gerade erzählen wollte. Na dann los. Nachdem wir uns aus den Klauen von drei Trollen befreit hatten, gerieten wir in einen schrecklichen Sturm. Und oben auf dem Scheitel des Passes suchten wir Schutz in einer Höhle. Der Hobbit und ich und einige unserer Gefährten. Nennt ihr zwei einige? Gut, nein, in der Tat. Mehr als zwei waren dabei. Ja, wo sind sie? Getötet, gefressen, heimgezogen? Nein, keineswegs. Sie sind offenbar noch nicht alle auf mein Pfeifen gekommen. Vermutlich Schüchternheit. Ihr seht, wir sind sehr besorgt, es könnte euch zu viel werden, uns alle gastfrei aufzunehmen. Aber los, pfeift! Ich muss wohl eine Gesellschaft frei halten, scheint mir. Und auf ein oder zwei mehr kommt es dabei nicht an. Hallo! Kommt her, meine Stehaufmännchen. Nori, zu euren Diensten. Nori, schönen Dank. Wenn ich eure Hilfe brauche, frage ich schon danach. Setzt euch und fahrt mit der Geschichte fort, sonst ist es für Abendbrotzeit, ehe sie zu Ende ist. Kaum waren wir eingeschlafen, da öffnete sich eine Spalte im Höhlengrund. Orks kamen heraus, griffen den Hobbit und die Zwerge und unsere ganze Ponytruppe. Die ganze Ponytruppe? Was wart ihr denn, ein Wanderzirkus?
Oder habt ihr Güter in Massen transportiert? Oder nennt ihr sechs gewöhnlich schon eine Truppe? Oh, oh nein, es waren in der Tat mehr als sechs Ponys. Denn auch wir waren mehr als sechs. Und nun, da sind noch zwei weitere. Zu euren Diensten. Mein Name ist Bali. Bali bin ich, zu eurer. Truppe, ja. Ja, das stimmt. Eine komische Truppe. Kommt da rein, ihr lustigen Kerle. Balin und Valin. Nun also weiter. Ja, wo war ich? Oh ja, ich wurde nicht gegriffen. Ich erschlug ein oder zwei Orks mit einem Blitz. Gut. In einem solchen Fall ist es ausgezeichnet, ein Zauberer zu sein. Und schlüpfte durch den Spalt, bevor er sich schloss. Ich folgte ihn hinunter bis zur Haupthalle, die von Orks nur so wimmelte. Der große Ork war da, mit 30 oder 40 bewaffneten Wachen, und ich sagte mir, was können ein Dutzend Leute gegen so viele Orks ausrichten? Ein Dutzend? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich acht ein Dutzend nennen höre. Oder habt ihr noch ein paar Stehaufmännchen mehr, die bis jetzt nicht aus ihrer Kiste gehopst sind? Ja, gewiss. Ihr scheint gerade noch ein Pärchen angekommen zu sein. Fili und Kili, glaube ich. Kili. Genug. Setzt euch und seid still. Weiter, Gandalf. Wir kämpften in der Finsternis, bis wir den unteren Ausgang fanden. Als wir alle draußen waren, merkten wir, dass Mr. Beutlin verloren gegangen war. Wir zählten uns und fanden, dass kein Hobbit mehr bei uns war. Wir waren nur noch 14. 14? Das ist das erste Mal, dass ich höre, 10 weniger 1 sei 14. Ihr meint 9. Oder habt ihr mir noch nicht alle Namen genannt? Gut. Natürlich. Ihr habt ja Oin und Gloin noch nicht gesehen. Und wirklich, da sind sie ja. Ich hoffe, ihr verzeiht ihnen, dass sie euch behelligen. Lasst sie nur alle kommen. Na los, ran, komm her, ihr beiden, und setzt euch. Aber schaut her, Gandalf, selbst jetzt haben wir nur euch selbst, 10 Zwerge mit Oin und Gloin und den Hobbit, der verloren ging. Das machen 11. Plus ein abhanden gekommen, auch nicht 14. Es sei denn, dass Zauberer anders zählen als andere Leute. Aber, naja, jetzt bitte weiter. Ja, jedenfalls tauchte Mr. Beutlin wieder bei uns auf. Aber schon bald hatten wir die Warge, die Wölfe der Orks, auf den Fersen. Wir retteten uns auf Bäume und ich bewarf sie mit angezündeten Kiefernzapfen. Ach, ich wünschte bloß, ich wäre dabei gewesen. Ich hätte ihnen mehr als ein Feuerwerk gegeben. Gewiss. Ich tat, was ich konnte. Da hingen wir, unter uns wurden die Wölfe verrückt, da und dort ging der Wald in Flammen auf und gerade jetzt kamen die Orks aus den Bergen und entdeckten uns. Sie brüllten vor Entzücken und sangen Spottlieder auf uns. 15 Vögel in 5 hohen Föhren. Oh, meine Güte, glaubt bloß nicht, dass Orks nicht zählen können. Sie können es. 12 sind nicht 15. Und das wissen Sie auch. Und ich auch. Da waren auch Bifo und Bofo dabei. Ich habe euch bisher nicht gewagt, sie euch vorzustellen. Aber da sind sie schon. Und ich, Bombur, bin auch noch da. Gut. Jetzt sind wirklich 15 von euch da. Und weil Orks zählen können, vermute ich, dass dies alles war, was da an den Bäumen hing. Na, vielleicht können wir jetzt die Geschichte ohne weitere Unterbrechung zu Ende hören. Mr. Beutlin sah ein, wie klug Gandalf gewesen war. Die Unterbrechungen hatten Beorn gespannter gemacht auf die Geschichte, und die Geschichte hatte ihn davon abgehalten, gleich die Zwerge wie verdächtige Bettler zum Teufel zu jagen. Wenn er es irgend einrichten konnte, lud Beorn nie Besuche sein Haus. Er hatte nur sehr wenige Freunde, und diese lebten ein gutes Stück weiter weg. Auch lud er nie mehr als 2 gleichzeitig ein. Jetzt aber hatte er 15 Fremde auf seiner Veranda sitzen. Mit der Zeit hatte Gandalf seinen Bericht beendet, von der Rettung durch die Adler erzählt und wie sie alle hierher gebracht worden waren. Die Sonne war inzwischen hinter den Gipfeln der Nebelberge versunken, und die Schatten in Beorns Garten waren lang geworden. Eine ausgezeichnete Geschichte. Die beste, die ich seit langer Zeit gehört habe. Wenn alle Bettler eine solch gute zu erzählen hätten, würden sie mich umgänglicher finden. Ihr mögt sie vielleicht nur erfunden haben. Ein Abendbrot
habt ihr in jedem Fall verdient. So, und jetzt wollen wir was zu essen heranschaffen. Ja, bitte. Sagten sie wie aus einem Munde. Und vielen Dank. Im Innern der Halle war es jetzt fast ganz dunkel geworden. Beorn klatschte in die Hände und herein trabten vier wunderschöne weiße Ponys und mehrere große, langgliedrige, graue Hunde. Beorn sagte etwas zu ihnen in einer seltsamen Sprache. Es war, als ob Tierlaute zu Sätzen gefügt wären. Sie liefen wieder hinaus und kamen bald mit Fackeln im Maul zurück, die sie am Feuer entzündeten und in niedrigen Klammern an die Säulen der Halle steckten, die um den mittleren Kamin standen. Die Hunde konnten auf ihren Hinterbeinen laufen und Gegenstände mit ihren Vorderpfoten herantragen. Rasch holten sie Tafeln und Gestelle von den Seitenwänden und stellten sie nahe beim Feuer auf. Da hörte man ein Bäh, 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 und herein kamen einige schneeweiße Schafe, die von einem kohlschwarzen Widder geführt wurden. Eines trug eine weiße Tischdecke, in deren Rand Tierfiguren gestickt waren. Andere trugen Teebretter auf ihren breiten Rücken mit Töpfen, flachen Schüsseln, Messern und hölzernen Löffeln, die ihnen die Hunde abnahmen und schnell auf die Tischgestelle legten. Die Ponys rollten runde, trommelförmige Baumklötze herein, die fein und sauber geglättet und selbst für Bilbo niedrig genug waren. Da stand nun eine Mahlzeit vor ihnen, wie sie sie seit ihrem Besuch im Haus an der Einödgrenze und ihrem Abschied von Elrond nicht mehr erlebt hatten. Das Licht der Fackeln und des Feuers flackerte rund um sie her, und auf der Tafel standen zwei hohe rote Bienenwachskerzen. Während der ganzen Mahlzeit erzählte Beorn in seiner tiefen rollenden Stimme Geschichten über die wilden Gegenden auf dieser Seite des Gebirges und besonders über den dunklen und gefährlichen Wald, der einen Tagesritt weit sich vor ihnen von Nord nach Süd erstreckt und den Weg nach Osten versperrte, der schreckliche Nachtwald. Die Zwerge lauschten und schüttelten ihre Bärte, denn sie wussten, dass sie sich bald in diesen Wald hineinwagen mussten und dass nach der Überquerung des Gebirges dies die schlimmste aller Gefahren war, die sie zu bestehen hatten, ehe sie in den Herrschaftsbereich des Drachen gelangten. Als das Essen vorüber war, fingen sie an, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und ihr Lied zu singen. Weit über die grimmigen Nebelberge, zu den tiefen Verliesen und düsteren Hallen, müssen wir fort, ehe der Tag Aber Beorn schien schläfrig zu werden. Er machte sich nichts aus Gold und Edelsteinen. Ob es nun Zauberei war oder nicht, Bilbo schien es, als ob er ein Geräusch hörte, wie Wind in den Zweigen, der am Gebälk rüttelte, und wie das Schreien der Eulen. Bald sank ihm der Kopf vor Schläfrigkeit vornüber und die Stimmen versanken in weiter Ferne. Da wachte er mit einem Ruck auf. Beorn ist gegangen. Es ist Zeit für uns, schlafen zu gehen. Für uns aber, nicht für Beorn, nehme ich an. In seiner Halle sind wir heil und sicher aufgehoben. Aber ich warne euch alle, vergesst nicht, was Beorn uns sagte, ehe er ging. Ihr dürft nicht hinausgehen, ehe die Sonne kommt. Bei Leib und Leben nicht. Bilbo stellte fest, dass seitwärts auf einem Aufsatz zwischen Pfeilern und Außenwand Lager bereitet wurden. Für ihn gab es eine kleine Strohmatratze und wollene Decken. Sehr froh krabbelte er hinein, auch wenn es Sommerzeit war. Das Feuer war niedergebrannt und er schlief ein. Doch in der Nacht wachte er auf. Das Feuer war zu glimmender Asche zerfallen, die Zwerge und Gandalf schliefen, nach ihrem Atem zu urteilen. Der hochstehende Mond, der durch das Rauchloch im Dach blickte, hatte einen weißen Fleck auf den Boden gezeichnet. Und von draußen war ein Brummen zu hören und ein Geräusch, als
großes Tier vor der Tür scharrte. Bilbo überlegte, was das bedeuten mochte. Ob es Beorn in seiner Verzauberung wäre und ob er als Bär hereinkommen und sie töten würde. Er tauchte unter seine Decken, verbarg seinen Kopf und fiel schließlich wieder in Schlaf, obgleich er sich doch so sehr fürchtete. Am nächsten Morgen wurden sie durch Beorn selbst geweckt. So, ihr seid also noch hier. Nicht von Riesenwölfen oder Orks oder bösen Bären gefressen, kleiner Hobbit? Das kleine Kaninchen ist wieder prall und fett von Milch und Honig. Komm, komm und hol dir noch mehr. So gingen sie alle mit ihm zum Frühstück. Beorn war ganz verändert. Er schien allerbester Laune zu sein. Ich bin über den Fluss gegangen und geradewegs auf das Gebirge zu. Die verbrannte Wolfsrichtung bewies mir, dass dieser Teil eurer Geschichte wahr sein musste. Aber ich habe mehr als das gefunden. Ja, ich habe einen Riesenwolf, einen Warg gefangen und einen Ork dazu, die durch die Wälder streiften. Eure Geschichte war eine gute Geschichte. Aber jetzt, da ich sicher bin, dass sie wahr ist, gefällt sie mir noch einmal so gut. Ihr müsst schon entschuldigen, dass ich mich nicht auf euer Wort verlassen habe. Wenn ihr selbst am Rand des Nachtwaldes lebtet, würdet ihr keinem trauen. Es sei denn, ihr kennt ihn wie euren Bruder oder noch besser als diesen. Wie die Sache steht, so kann ich euch nur sagen, dass ich so schnell ich konnte zurückeilte, um mich zu vergewissern, dass ihr sicher seid und euch jede Hilfe, die in meiner Macht steht, zuteil wird. Jetzt war Beorn ihr Freund. Und Gandalf hielt es für klug, ihm ihre ganze Geschichte zu erzählen, so dass sie alle nur mögliche Hilfe von ihm bekommen konnten. Und dies versprach er für sie zu tun. Er wollte jedem ein Pony geben und Gandalf ein Pferd für den Marsch bis zum Wald. Dazu sollten sie Nahrungsmittel haben, die bei sorgfältigem Gebrauch für Wochen reichten. Euer Pfad durch den Nachtwald ist dunkel, gefährlich und schwierig. Den Pfad aber dürft ihr niemals verlassen, aus keinem noch so wichtigen Grunde. Mein Pferd und meine Ponys müsst ihr mir am Rande des Waldes, und darum muss ich euch bitten, zurückschicken. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Weg. Mein Haus steht euch offen, wenn ihr je diesen Weg zurückkommt. Sie dankten ihm mit vielen Verbeugungen und manchem zu euren Diensten, o Herr. Aber ihr Herz sank ihnen bei diesen ernsten Worten in die Hose. Und sie spürten, dass das Abenteuer viel gefährlicher war, als sie angenommen hatten. Und selbst wenn sie alle Gefahren des Weges bestanden, am Ende wartete der Drachen auf sie. Sie ritten 3 Tage und 3 Nächte, und am nächsten Tag brachen sie noch vor der Dämmerung auf, obgleich ihre Nachtruhe nur kurz gewesen war. Sobald es hell wurde, sahen sie den Wald auf sich zukommen, als ob er sie erwartete. Eine schwarze, finstere Wand. Es war dem Hobbit, als ob ein großes Schweigen sie fest umschloss. Jetzt müsst ihr diese vorzüglichen Ponys heimsenden, liebe Freunde. Und auch ich muss euch verlassen. Die Zwerge senkten die Köpfe. Ich habe, wie ich euch sagte, einige dringende Geschäfte im Sinn. Und ich habe mich schon genug verspätet, als ich mich abrackerte mit euch. Ehe alles vorbei ist, werden wir uns möglicherweise wieder begegnen. Wiederum natürlich vielleicht auch nicht. Das hängt von eurem Glück und eurem Mut und Spürsinn ab. Auf Wiedersehen, euch allen. Haltet euch an euren Waldweg. Bleibt tapfer, hofft auf das Beste. Und mit einer Riesenscheibe Glück könnt ihr eines Tages wieder herauskommen und die langen Sümpfe hinter euch liegen sehen und hinter ihnen weit im Osten den einsamen Berg, wo der alte Smaug haust. Und ich hoffe, dass er euch nicht erwartet. Ein großer Trost. Tatsache. Lebt wohl. Wenn ihr nicht mit uns gehen wollt, dann zieht jetzt besser ab, ohne weitere Reden. Gut. Lebt wohl. Passt gut auf euch auf und verlasst niemals den Pfad. Gandalf galoppierte davon und war bald außer Sicht. Sie nahmen ihr Gepäck auf, wandten sich aus dem Licht, das auf den Ländern draußen lag,
und tauchten in den Nachtwald ein. Sie zogen in einfacher Reihe dahin. Der Pfad war schmal, wand sich bald links und rechts um die Stämme. Nicht lange und das Licht des Eingangs war nur noch ein kleiner leuchtender Ausschnitt, weit hinter ihnen. Die Stille war so tief, dass ihre Füße dumpf auf dem Boden widerhallten, während alle Bäume sich überzulehnen und zu lauschen schienen. Wenn es mal irgendwo ein Geräusch gab, war es ein sehr sonderbares. Das Scheußlichste, was ihnen begegnete, waren die Spinnweben. Dunkle, dichte Spinngewebe mit außerordentlich dicken Fäden, oft zwischen den Bäumen, oft auch wirr in den unteren Zweigen auf allen Seiten der Stämme. Aber kein Netz war quer über den Pfad gespannt. Es war, als ob ein Zauber ihn frei hielt. Es dauerte nicht allzu lange, da begannen sie diesen Wald aus tiefem Herzen zu hassen, wie die Stollengänge der Orks. Nur schien ihnen der Nachtwald noch unendlicher zu sein. Die Nächte waren am schlimmsten. Es wurde pechfinster. So schwarz, dass man rein gar nichts sah. Nun, vielleicht ist es doch nicht richtig zu sagen, dass sie rein nichts sahen. Sie sahen Augen. Gelbe, rote oder grüne Augenpaare, die sie in kurzer Entfernung anstarrten und dann langsam verblassten und verschwanden und allmählich wieder von einer anderen Stelle her zu glühen begannen. Manchmal schimmerten sie auch von den Zweigen dicht über sie herab, und das war das Entsetzlichste. Aber die Augen, die sie am meisten verabscheuten, waren bleiche, knopfrunde, schreckliche Augen. Insektenaugen, dachte Bilbo. Das sind Insektenaugen, keine Säugetieraugen. Allerdings, sie sind viel zu groß dafür. Das alles nahm kein Ende. Bilbo erschien es, als seien Jahre vergangen. Außerdem war er stets hungrig, denn sie gingen außergewöhnlich vorsichtig mit ihren Vorräten um. Wie die Tage so einander folgten und der Wald doch immer derselbe blieb, fingen sie an, ängstlich zu werden. Die Lebensmittel würden nicht ewig reichen. Längst waren sie knapp geworden. Eines Abends aßen sie ihren letzten Krümel. Und das Erste, was sie am nächsten Morgen spürten, war nagender Hunger. Warum bin ich überhaupt erwacht? Rief Bombur. Er war der Dickste. Ich hatte solch wunderschöne Träume. Mir träumte, ich ging in einem Wald, der ganz ähnlich aussah wie dieser Spazier. Nur war er durch Fackeln an den Bäumen erleuchtet, von Lampen, die von den Ästen herabhingen und von Feuern, die auf dem Boden brannten. Ein großes Fest wurde da gefeiert und nahm überhaupt kein Ende. Ein Waldlandkönig saß dort mit einer Blattkrone. Es wurde fröhlich gesungen und ich könnte die Herrlichkeiten weder zählen noch beschreiben, die es da zu essen und zu trinken gab. Ihr braucht es erst gar nicht zu versuchen, sagte Thorin. Wirklich, wenn ihr nichts anderes erzählen könnt, dann seid besser still. Sie hatten wenig Hoffnung, das Ende zu erreichen, ehe sie sich hinlegen und den Hungertod sterben mussten. Aber sie gingen noch den ganzen Tag, langsam und mühsam. Bombur stöhnte, seine Beine würden ihn nicht mehr tragen, und plötzlich weigerte er sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen, und er warf sich auf den Boden. Gerade in diesem Augenblick rief Balin, der ein bisschen voraus war, »Da, was war das? Mir kam es vor, als schimmerte da ein Licht im Wald.« Es schien ihnen, als ob sie ein gutes Stück entfernt etwas Rotes in der Dunkelheit schimmern sahen. Und dann blinkten immer mehr Lichter daneben auf. Und bald sahen sie deutlich Fackeln und Feuer unter den Bäumen brennen, jedoch ein gutes Stück weg von ihrem Pfad. Das sieht ja aus, als ob meine Träume Wahrheit würden, sagte Bombur. Er wollte geradewegs in den Wald hinein und auf die Lichter zugehen. Ein Fest! Halt! Ein Fest würde nichts Gutes bedeuten, wenn wir lebendig nicht wieder zurückkommen können. Denkt an die Warnungen Gandalfs und Beorns. Aber ohne Fest werden wir auch nicht am Leben bleiben. Wir dürfen den Pfad nicht verlassen. Aber ein riesiges Festmahl könnte uns retten. Wir bleiben hier auf dem Pfad. Nur einer geht, als Speer. Aber sie kamen nicht überein, wer geschickt werden sollte. Keiner war gerade scharf darauf, verloren zu gehen und seine Freunde nie wiederzufinden. Am Ende hatte trotz aller Warnungen der Hunger das letzte Wort.
So verließen sie alle den Pfad und stürzten sich gemeinsam in den Wald. Nachdem sie ein ganzes Stück gekrochen und geschlichen waren, schielten sie um die Baumstämme und gewahrten eine Lichtung, wo einige gefällte Bäume lagen und der Grund geebnet war. Viel Volk gab es dort, das nach Elben aussah. Alles war grün und braun gekleidet und man saß im Kreis auf zurechtgesägten Klötzen. Ein Feuer brannte in der Mitte, Fackeln waren rings an den Bäumen befestigt. Aber der schönste Anblick war doch, dass alles aß und trank und lustig lachte. Wie in meinem Traum. Der Duft des gerösteten Fleisches war so wunderbar, dass keiner die Meinung der anderen abwartete. Alle standen gleichzeitig auf und stolperten auf den Kreis zu, mit dem einzigen Gedanken, etwas Essbares zu erbetteln. Doch kaum hatte der Erste die Lichtung betreten, als mit einem Schlag, wie durch Zauberei, die Lichter verlöschten. Jemand trat hastig das Feuer aus und es schoss wie Raketen in glühenden Funken auf und verzischte. Vollständige Dunkelheit umgab sie. Inzwischen hatten sie natürlich ganz und gar vergessen, in welcher Richtung ihr Pfad lag, und so waren sie hoffnungslos verloren, zumindest bis zum Morgen. Es blieb nichts anderes übrig. Sie mussten sich, wo sie gerade waren, für die Nacht einrichten. Aber sie hatten sich noch nicht lange hingelegt. Bilbo wurde gerade erst schläfrig, als Dori, der die erste Wache hatte, aufgeregt flüsterte: Die Lichter kommen wieder heraus. Da. Mehr als vorhin. Da sprangen sie alle zugleich auf die Füße. Ja, ganz sicher. Nicht weit weg waren Massen funkelnder Lichter zu sehen. Sie hörten ganz klar Stimmen und Lachen. Langsam krochen sie einer hinter dem anderen darauf zu. Als sie näher kamen, flüsterte Thorin: Diesmal kein drauf losgestürze. Keiner darf aus dem Versteck, ehe ich es sage. Ich werde Mr. Beutlin allein vorschicken, damit er mit ihnen reden kann. Vor ihm werden sie sich nicht fürchten. Als sie an den Rand des Lichtkreises kamen, stießen sie den armen Bilbo ungeduldig nach vorne. Noch ehe er Zeit hatte, seinen Ring anzuziehen, stolperte er mitten in den Schein der Feuer und Fackeln. Und das war schlecht. Die Lichter verloschen wie beim ersten Mal und völlige Finsternis stürzte herab. Ganz still wurden die Zwerge und legten sich nieder. Aber es waren nicht die letzten Lichter im Wald. Später, als es schon sehr tief in der Nacht, vielleicht schon gegen Morgen sein mochte, kam Kili, der die Wache hatte, weckte alle und flüsterte: Eine richtige Lichterglut ist da vorne, gar nicht weit weg. Hunderte von Fackeln und viele Feuer. Als ob sie durch Zauberei angezündet worden wären. Hört bloß das Singen und Harfen. Nachdem sie eine Weile gelegen und gelauscht hatten, merkten sie, dass sie einfach nicht widerstehen konnten. Sie standen auf. Das Fest, das sie jetzt belauschten, war größer und prächtiger als die vorhergehenden. Zu Häupten einer langen Reihe von Festgästen saß ein Waldlandkönig mit einer Blattkrone im goldenen Haar, genau wie Bombur ihn beschrieben hatte. Das Elbenvolk reichte Humpen von Hand zu Hand und über die Feuer hinweg. In ihr schimmerndes Haar waren Blumen gewunden. Da trat Thorin in ihre Mitte. Plötzlich wurde es totenstill. Alle Lichter verlöschten, die Feuer gingen in schwarze Rauchschwaden auf. Asche und Ruß wehten den Zwergen in die Augen. Bilbo rannte immerzu im Kreis herum, vielmehr dachte er das, und rief unaufhörlich: Ori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bambor, Bifor, Bofur, Twalin, Balin. Während die anderen, die er weder sehen noch fühlen konnte, genau das Gleiche rings um ihn taten. Dori, Nori, Ori, Dori, Nori, Dori, Nori, Ori, Dori, Nori, Ori, Dori, Nori, Ori. Aber das Geschrei der anderen trieb immer weiter davon, wurde schwächer. Balin. Und nach einer Weile, so schien es Bilbo, wurden Hilfeschreie daraus. Der Lärm erstarb schließlich ganz. Bilbo blieb allein in der regungslosen Dunkelheit zurück.